Hallo und willkommen zu Minecraft Ideen Folge 3. Ihr merkt, ich habe einige Ideen. Diesmal handelt es sich um etwas, was Mojang schon seit einer Weile macht und das er in der 1.8 schon weit vorangetrieben hat. Es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal Oak eingebe, dann gibt es hier Eichenholzbretter, normales Eichenholz natürlich, Eichenholzsetzling. Ich gebe mal am besten Akazia ein. So, dann gibt es die Stufen in jeder Holzvariante, die Blätter in jeder Holzvariante. Die, das sind die Halbstufen, das sind die Stufen, ich weiß nicht. Die Zaungitter und die Zäune und die Türen. Hier, die drei sind neu in dieser Variante. In der 1.8 meine ich. Und ich habe mir gedacht, das könnte man eigentlich noch viel weiter treiben. Zum Beispiel habe ich hier Schwerter. Das wäre das Eichen. Ja, Eichenholzschwert. Ein Akazienholzschwert, was ich ziemlich besonders finde. Ein Dschungelholzschwert, das halt so ein bisschen dunkler ist. Da habe ich ein bisschen rumgesponnen und einfach die Rindentextur genommen beim Birkenholzschwert. Und das sollte ein Kettenschwert sein, so wie die Kettenrüstung auch. Könnte man vielleicht mal in Dungeons finden. Und ich finde es ziemlich cool, dass das teilweise transparent ist. Und ja, dann habe ich hier zum Beispiel noch ein Akazienholz-Falltür. Das kann ich nicht bedienen, weil es in Wirklichkeit eine Eisenfalltür ist. Weil sind das ja auch ein Diamantschwert, ein Holzschwert, ein Steinschwert, Eisenschwert. Das habe ich einfach relativ beliebig festgelegt. Das soll man sich einfach vorstellen für die ganzen anderen auch noch. Wie zum Beispiel Knöpfe, Schaufeln, Spitzhacken, Äxte, Hacken. Ich würde unbedingt gerne andere Axtvarianten sehen. Dann für, ja, eigentlich was wieder, ja, Pleasure Plates natürlich auch, und vielleicht auch noch andere Dinge, wir gehen zum Beispiel jetzt die Eisenpfeiltür, ich weiß nicht, ob da noch in der Regel was fehlt. Im Prinzip sagt die Idee aus Minecraft vollständiger zu machen, wie zum Beispiel, es gibt Polished Granite und dann Chiseled Stone, was? Chiseled Stone Bricks, und Chiseled Sandstone, aber wiederum kein Chiseled Stone. Chiseled Stone wollte ich nicht sagen. Chiseled Andesite oder Diorite und dafür aber Polished. Und ja, jedenfalls ist das alles halt. Von dem einen gibt es das eine, von dem anderen das andere. Es kommt ein bisschen durcheinander manchmal. Wäre schön, wenn es wirklich von allem alles gäbe. Würde vielleicht einiges an Zeit beanspruchen, das Ganze einzuprogrammieren und so, aber naja. Auch Pferdefleisch oder Wolfsfleisch auch. Gibt es auch nicht. Das wäre eigentlich auch nur konsequent. Oder ja, verschiedene Bettvarianten, das wäre auch mal cool, als verschiedene Holzer. Hier so, wenn man sich auf verschiedenen Wollen eint, dann finde ich, sollte das auch verschiedene Muster haben können. Zum Beispiel hier nicht einfach nur rot, sondern orange, lila, blau zum Beispiel. Und ja, generell kann man Minecraft mal vollständiger machen, in der Hinsicht. Wenn ihr weitere Minecraft-Ideen habt, dann könnt ihr mir das auch gerne sagen. Ich verarbeite sehr gerne zu einem Video und vor allem zu Commands. Das ist für mich immer eine schöne Herausforderung. Gut, dann würde ich sagen, tschüss.